Sie brauchen keine Pause, arbeiten schnell, präzise und werden dank KI immer schlauer. 4 Millionen Industrieroboter sind weltweit in Lagern, Werkstätten und Produktionshallen im Einsatz. Aber was kann der Roboter der Zukunft wirklich und welche Arbeiten nimmt er uns in den nächsten Jahren ab? Darf ich vorstellen, das ist TM. Zugegeben, er sieht nicht besonders aus, dafür kann er besonders viel. TM gehört zu einer neuen Generation von Robotern, den sogenannten Cobots. Sie sind darauf ausgelegt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Der Kollege kann dank integrierter Kamera sehen und auch entsprechend darauf reagieren. TM lernt außerdem schnell schweißen, Qualitätskontrollen durchführen, Kaffee kochen. Alles kein Problem für ihn. TM kommt aus der Werkshalle der Firma Techman, eine halbe Stunde von Taipei entfernt. Die taiwanesische Firma ist weltweit der zweitgrößte Produzent von Cobots. Das ist kein Zufall. Taiwan hat sich in den letzten Jahren auf Smart Manufacturing spezialisiert. Nicht ganz uneigennützig. Die taiwanesische Industrie ist mit hohen Personalkosten, einem eher geringen Potenzial an verfügbaren Arbeitskräften und gleichzeitig einer Vielzahl von individuellen Kundenspezifikationen konfrontiert. Es ist eher wenig verwunderlich, dass gerade der Thematik des Smart Manufacturing ein ganz besonders hoher Stellenwert für eine erfolgreiche weitere wirtschaftliche Entwicklung der Insel beigemessen wird. Die Bevölkerung der Technologieinsel altert rasch. Schon jetzt ist fast jeder fünfte Mensch über 65 oder älter. Die Regierung hat in den vergangenen Jahren mehr als 1 Milliarde Dollar in Smart Manufacturing gepumpt. Ausgegebenes Ziel? Sich als Weltmarktführer in der intelligenten Fertigung zu positionieren. Die Insel gilt bereits jetzt als das Silicon Valley Asiens. Leader und Anhänger der nächsten technologischen Revolution pilgern jedes Jahr nach Taipei. Mit der Computex findet in der taiwanesischen Hauptstadt die zweitgrößte IT-Messe der Welt statt. Junge Startups zeigen, wie die Zukunft des Smart Manufacturing aussieht. Digitalisierte Maschinen, die Daten sammeln und analysieren und sodann autonome Entscheidungen treffen, gelten als Schlüsselfaktor, um die industrielle Produktion noch flexibler und noch kosteneffizienter zu gestalten. In der Chipindustrie hat Taiwan nach wie vor die Nase vorn. Der Halbleiterriese TSMC ist eines der wichtigsten Unternehmen weltweit. Kein anderer Fertiger kann so kleine und komplexe Chips herstellen. Jeder zweite Chip weltweit stammt von TSMC. Apple nutzt sie für seine Handys, VW für seine Autos. Taiwan setzt dabei auch auf österreichisches Know-how. Heimische Maschinen für die Halbleiterindustrie etwa sind auf der Insel besonders gefragt.